herzlich willkommen im Theater Mathe. Wir spielen vom 13. Dezember bis zum 17. Januar das Stück «Zum Glück». Und ich bin der Schutzengel von diesen zwei Leuten, die ihr lernen kennen. Und wir Schutzengel haben eben nächste Woche Jahresversammlung. Und an unserer Jahresversammlung müssen wir Rechenschaft über den Zustand unserer Schützlinge ablegen. Also, wie glücklich dass sie sind. Und ich habe gedacht, wir könnten uns gerade alle zusammen darüber informieren. Und falls der Befund okay ist, wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir eine Art Glücksbestätigung könntet mitgeben könntet. Aber schauen wir doch alle gerade zusammen rein. Heutzutage siehst du nicht mehr, was das Zeug gekostet hat mit all diesen Strichcodes. Weißt du, was so ein Quark kostet? Etwa so 2,50, denke ich. Weißt du noch, wann du ihn gekauft hast? Ich? Hast du nicht du den gekauft? Ich? Ich kann mich nicht erinnern. Und wenn, dann muss es schon eine ganze Weile her sein. So ein Quark hält sich ja länger als ein Joghurt. Ja, aber manchmal hat man halt einfach gar keine Lust auf einen Quark. Ja, aber irgendwann, sagen wir in diesen 3 Wochen, sollte doch der Moment gekommen sein, in dem man sich sagt, so, und jetzt ein Apfelquark. Ja, sollte. Aber wenn der Moment nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Vielleicht wäre ja jetzt der Moment. Also ich weiß nicht. Wenn ich uns ein feines Quarkdessert kreiere, isst du dann mit? Was muss sie? Also das klingt nicht gerade begeistert. Also wenn du mich 7-mal fragst, ob ich das Schimmel sei oder nicht. 7-mal? Einmal habe ich gefragt. Einmal. Und du hast Nein gesagt. Also wenn man bei etwas muss fragen, ob es auch noch gut sei oder schon durchgeht, dann ist es so gut wie durchgeht. Aber jetzt hatten wir doch beide gerade gesagt, schmecken tut's noch gut. Ja, dann mach's doch einfach. Gut. Was willst du denn noch drin tun? Ich habe gedacht, ich könnte einen Apfel reinraspeln. In Apfelquark? Ja, natürlich, um den Apfelgeschmack zu unterstützen. Aber wenn dir das nicht passt, kann ich auch Aprikose reinschnetzeln. Nein, mach ganz wie du willst, mir kommt's nicht drauf an. Gut, dann mach's mit dem Apfel und zum Schluss ziehe ich noch einen Schuss Kalberlust runter. Ein richtiges Apfelfestival! Jawohl! Das ist doch schon mal etwas. Nicht, dass da keine Konflikte wären, aber sie werden zurückgestellt zugunsten einer schönen Stimmung. Aber wie gesagt, können wir doch selber ins Theater Mathe schauen.